Manifestieren ist das Sichtbarmachen des Unsichtbaren. Warum wir im Glauben und nicht im Schauen wandeln sollten und wie wir das Ganze machen, darum geht es im heutigen Video. Zweite Korinther 5,7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Mit diesem Titel begrüße ich dich zu einem weiteren Video. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, was heißt es eigentlich? Oder was steckt hinter dieser Aussage, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen? Und warum sollten wir das tun? Nun, zu manifestieren bedeutet eigentlich nicht, dass wir etwas erschaffen, dass wir etwas Neues erschaffen, etwas, was vorher nicht existiert hat. Zu manifestieren bedeutet vielmehr, dass wir etwas, was bereits existent ist, jetzt ins Sichtbare holen, sichtbar machen, in die Außenwelt holen, sodass es von dir und auch von deinen Mitmenschen gesehen und bestätigt werden kann. Es ist also nicht. Oder durch den Prozess des Manifestierens, des bewussten Manifestierens, erschaffst du nichts, was sonst nicht existieren würde. Sondern in dem Moment, wo der Wunsch aufkommt und wo du in die Wunscherfüllung gehst, also dir die Wunscherfüllung vorstellst, dir einen Akt vorstellst, der impliziert, dass dein Wunsch erfüllt ist, ist die Sache ja existent. Ansonsten könntest du sie dir gar nicht vorstellen. Ansonsten könntest du überhaupt kein Bewusstsein über die Sache, also über den Wunsch, entwickeln oder haben. Das heißt, es ist etwas, das existiert, das du aber nicht siehst. Und dieses Unsichtbare jetzt ins Sichtbare zu holen, das ist das, was sich hinter dem Begriff des Manifestierens in Anführungszeichen versteckt, verbirgt. Und auch die Aussage Vorstellung erschafft Realität ist eben eine Aussage, die sehr klar und deutlich ist. Und genau das ist auch das Ziel oder die Absicht, eben klar und deutlich zu machen, das, was wir Realität nennen, entspringt der Vorstellung, der Vorstellungskraft. Das heißt, die eigentliche Realität ist die Vorstellungskraft. Aber genau genommen ist der Begriff erschafft, also Vorstellung erschafft Realität, nicht ganz richtig, denn wir erschaffen die Realität, also das, was wir Realität nennen, die Außenwelt nicht, sondern wir machen sie einfach sichtbar. Wir legen einen Teil unseres Bewusstseins oder einen Teil dieser unendlichen Vielfalt von Bewusstseinszuständen, legen wir frei. Indem wir uns darüber bewusst werden, also indem wir unser Bewusstsein mit dem Zustand vereinen und dadurch wird es eben sichtbar. Das ist so, wie wenn du schlafen gehst heute Abend und du wirst in irgendeinem Traum wach. Ja, du wirst irgendetwas träumen, ob du dich, vielleicht erinnerst du dich morgen daran, vielleicht auch nicht, aber du wirst etwas träumen. Und das ist eben ein Teil, ein Bruchteil dieser gesamten Schöpfung. Aber du hast diesen Traum nicht erschaffen, sondern er existiert eben in dieser unendlichen Weite deines Bewusstseins und du bist dir dieser kleinen Portion sozusagen bewusst geworden. Dann wachst du vielleicht in der Nacht auf, gehst vielleicht auf Toilette, ins Badezimmer, was auch immer, oder du drehst dich einfach um, vielleicht trinkst du einen Schluck und schläfst weiter. Und plötzlich bist du ganz woanders. Ja, eine andere Portion. Aber auch das hast du nicht erschaffen, sondern du wirst dir einfach einem Teil deines Bewusstseins bewusst, sozusagen. Ja, und legst ihn dadurch frei. Und das ist ein entscheidender Unterschied, denn etwas zu erschaffen klingt natürlich weitaus schwieriger und geht mit einer Haltung einher, die das Ganze weitaus komplizierter macht, als wenn ich mir klar mache, dass alles bereits in mir vorhanden ist und ich mir jetzt einfach statt weiter der Armut mir des Wohlstands bewusst werde. Ja, ich mich also im Wohlstand kleide, statt länger in der Armut zu kleiden. Und dadurch diese unsichtbare Realität, die schon immer existiert hat, also auch wenn ich mein Leben lang arm war, hat der Wohlstand immer in mir existiert. Ich habe mich nur einfach nicht für diese kleine Portion meines unendlichen Bewusstseins entschieden, sondern ich war eben unwissentlich wahrscheinlich in der Armut unterwegs und habe dementsprechend diese unsichtbare Realität auf der Bildfläche im Traum des Lebens sichtbar gemacht. Jetzt kann ich aber wie in der Nacht, wenn ich aufwache, mich umdrehen und etwas anderes träumen, indem ich mir fortan des Wohlstands bewusst werde. Ich habe also nichts erschaffen, was vorher nicht existiert hätte oder was nicht existieren würde, wenn ich es mir nicht vorgestellt hätte, sondern ich habe mich einfach für einen anderen Film entschieden. Also so, wenn du einen Film guckst, der gefällt dir nicht, okay, ich gehe raus, ich gehe ins Menü und ich suche mir einen neuen Film aus. Ich habe diesen Film aber nicht erschaffen. Ich habe ihn vorher halt nur nicht gesehen, weil ich in einem anderen unterwegs war. Also es ist eher ein sich entscheiden für etwas, statt etwas aus dem Nichts zu erschaffen. Die Zustände existieren alle bereits. Und darum sollten wir nicht im Schauen wandeln, sondern im Glauben. Denn im Glauben, also das Ganze bezieht sich auf deine Innenwelt,
dort liegt die eigentliche Realität der Sache. Egal, was du jetzt in deiner Außenwelt siehst, also was du jetzt im Schauen quasi bestätigt bekommst, die Realität dieser Sache liegt nicht im Außen, sondern im Innen. Wenn ich also dieses Außen verändern möchte, muss ich mein Innen verändern. Und solange ich im Schauen wandle, kann ich das nicht tun. Weil wenn ich jetzt schaue auf meine Welt, dann sehe ich vielleicht Armut. Also ich bin umgeben von Armut. Solange ich also im Schauen wandle und das, was ich sehe im Außen, für real und auch für den Ursprung dieser Realität halte, werde ich für den Rest meines Lebens in Armut wandeln, denn ich bleibe im Schauen. Ich sollte mich aber vom Schauen abkehren und nach innen sehen und im Glauben wandeln. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich, obwohl ich nicht einen einzigen Grund habe, anzunehmen, dass ich wohlhabend wäre, weil ich vielleicht noch nie wohlhabend war und vielleicht auch nichts gelernt habe, von dem ich glaube, dass es notwendig wäre, um wohlhabend sein zu können und so weiter und so fort. Also ich könnte die Liste dann unendlich lang fortführen, ne, mit den Gründen, die ich anführen könnte. Also obwohl ich keinen einzigen Grund habe, schaue ich nicht länger, wandle ich nicht länger im Schauen, sondern schließe meine Augen vor dem Augenscheinlichen und gehe nach innen und stelle mir einen Akt vor, erfahre einen Akt, der impliziert, dass ich wohlhabend bin. Ja, obwohl ich es absolut gerade nicht glauben kann. Ich kann es zu diesem Zeitpunkt noch nicht glauben, weil ich überhaupt keinen Grund habe, das zu glauben. Trotzdem stelle ich es mir vor. Wie wäre es, wenn? Ich stelle es mir vor. Ich lasse mir von jemandem gratulieren, der mich fragt, hey Mann, wie hast du das denn geschafft? Und darin verweile ich. Und wenn ich das tue, wenn ich darin verweile, dann wandle ich fortan im Glauben. Denn ich habe keinen Grund, es anzunehmen, aber ich tue es trotzdem. Und wenn ich das wirklich tue, darin verweile und mich darin bade, in diesem Zustand des Wohlstands und fortan im Glauben wandle, also auch wenn ich meine Augen öffne und ich merke, hey, meine Welt zeigt mir immer noch genau dasselbe, nämlich Armut, dann interessiert es mich nicht, weil ich weiß, was ich vorhin erfahren habe. Ja, ich habe Wohlstand erfahren und der Wohlstand war da. Ich wandle also fortan im Glauben und was passiert jetzt? Dieser Zustand, den ich mir vorher gewünscht habe, aber nicht hatte, wird zunehmend zu einem Zustand, der mein Natural ist. Und das, was ich sehe im Außen, ich leugne nicht, dass ich es sehe, ich leugne nicht meinen Kontostand, ich leugne nicht, dass ich Rechnungen im Briefkasten habe und so weiter und so fort. Aber das wird zunehmend befremdlicher für mich. Warum? Weil ich nun jemand bin, der nicht mehr nach äußeren Erscheinungen wertet, sondern nach inneren Gegebenheiten, die ich, einzig und allein ich, vorgebe. Ja, da ist ja niemand anders, der vorgibt, was in meiner Vorstellung, was in meinem Bewusstsein los ist. Das steuere ganz allein ich. Und an dem Tag, an dem ich mich entscheide, nicht länger das zu glauben, nicht länger so zu leben, wie meine Sinne mir diktieren, dass ich zu leben habe, weil es eben gegenwärtig so ist, sondern mir klar mache, dass das einfach eine Portion ist. Eine Portion dieser Unendlichkeit, so wie der nächtliche Traum. Aber ich kann aufwachen, mich umdrehen und etwas anderes träumen. An dem Tag, an dem ich das tue, höre ich auf, im Schauen zu wandeln. Sondern fortan wandle ich, im Glauben wandle ich als innerer Mensch und nicht mehr als äußerer Mensch. Und auch wenn dann eben meine Außenwelt, und das wird sie tun, mir den Wohlstand bestätigt, auch dann weiß ich, dass die Ursache für den Wohlstand nicht im Außen liegt. Also egal, wie ich zum Wohlstand gekommen bin, über ein Erbe, dann liegt es nicht an meiner Tante, die mir das geerbt hat. Oder über einen Job, dann liegt es nicht am Chef, der mich besonders toll fand und mich eingestellt hat. Oder eine bahnbrechende Idee, die ich hatte, dann liegt es nicht an dieser Idee. Also auch wenn man mir diese Idee wieder nimmt, werde ich trotzdem weiterhin wohlhabend sein, solange ich im Zustand des Wohlstands wandle. Und dieser Zustand ist im Inneren und das ist ein Glaubenskörper. Also hören wir auf, im Schauen zu wandeln und beginnen wir im Glauben zu wandeln. Und was wir dann eben tun, ist, dass wir das im Außen, das, was wir dann, wofür wir uns entscheiden, um es im Außen zu sehen, um es sichtbar zu machen, dass wir das sehr wohl genießen. Aber wir schauen durch unsere Augen und nicht mehr mit unseren Augen. Ja, also ich genieße sehr wohl, was ich dann eben im Außen sozusagen sichtbar gemacht habe, den Wohlstand. Aber ich schaue durch meine Augen und nicht mit meinen Augen. Wenn ich mit meinen Augen schaue, dann gebe ich der Sache im Außen, dann sage ich, die Ursache für das, was ich im Außen sehe, liegt im Außen, denn ich schaue mit meinen Augen. Aber nein, ich schaue einfach durch meine Augen. Das ist einfach ein Mittel zum Zweck, um eben zu genießen, um Erfahrung zu machen, um Sachen zu erleben. Aber die Macht liegt nicht im Außen, sondern die liegt immer im Innen.
im Zustand. Das war's mit dem Video, das war's mit den 2. Korinther 5,7. Danke fürs Zusehen, ich hoffe, das konnte dir weiterhelfen. Fragen, Anregungen wie immer gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, ciao, ciao.